Hallo, liebe Zuschauer. NRW ist ein sehr buntes, kreatives und vielfältiges Bundesland. Und gerade deswegen fühlen sich auch viele kreative Medienunternehmen in NRW so wohl. Die gesamte Kultur- und Kreativlandschaft ist jedoch auf Rahmenbedingungen angewiesen, die es ermöglichen, halt eben kreativ überhaupt zu sein und Ideen zu entwickeln. Und genau hier könnte das transatlantische Handelsabkommen, auch TTIP genannt, einiges aus den Fugen geraten lassen. Denn aus internen Verhandlungsdokumenten geht hervor, dass im Rahmen der geheimen Verhandlungen zu TTIP auch der sogenannte Schutz des geistigen Eigentums eine besondere und wichtige Rolle spielt. Und um es im Klartext zu sagen, in den geheimen TTIP-Verhandlungen wird auch über Urheber- und Verwertungsrechte gesprochen. Und das, obwohl eben zum Beispiel audiovisuelle Dienstleistungen aus dem Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission explizit herausgenommen worden sind. Mit unserem Antrag möchten wir vor den schweren Folgen für die NRW-Kreativlandschaft durch TTIP warnen. Wir fordern darin, die Landesregierung auf, sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen, dass die Kreativ- und Medienlandschaft in NRW durch das TTIP nicht bedroht wird, und fordern explizit dazu auf, ganz besonders die vielen kleinen, aber sehr innovativen Unternehmen nicht aus den Augen zu verlieren.